Jits Learning ist eine webbasierte Lernplattform, die am NTK Landau und am Standort in Mainz vor allem dazu eingesetzt wird, um Dateien zwischen Lehrern und Schülern oder auch zwischen Schülern oder zwischen Lehrern auszutauschen, sowie innerhalb der Schule Nachrichten zu verschicken. Vor der ersten Anmeldung auf der Lernplattform erhält man vom Admin eine Einladungs-E-Mail. Hier ist eine URL mit angegeben, die man dann anklicken kann und so dann auf die Benutzer-Anmeldeseite von der Lernplattform weitergeleitet wird. Hier kann man dann das auch in der Mail enthaltene Passwort und den Benutzernamen eingeben und muss bei der ersten Anmeldung dann erstmal nochmal seine E-Mail-Adresse bestätigen, die Sprache auswählen und dann auch ein neues Passwort eingeben. Das Passwort, das in der Einladungs-E-Mail steht, ist lediglich ein Einmalpasswort. Hier kann man dann ein eigenes Passwort vergeben. Das kann dann auch erstmal so aussehen. Das Passwort erfüllt nicht die vorgegebenen Regeln. Das heißt, ich muss hier ein anderes Passwort wählen. Und jetzt geht's auch. Was man dann als erstes sieht, ist ein Begrüßungsbildschirm, ein Dashboard. Auf dem Dashboard sind können verschiedene Dinge angezeigt werden. Letzte Änderungen werden angezeigt, anstehende Aufgaben oder auch Ereignisse. Die wichtigsten Funktionen verbergen sich dann hier oben unter Kurse. Bei Kurse sieht man nämlich die verschiedenen Kurse, in denen man eingeschrieben ist. Die Einschreibung übernehmen die Lehrkräfte. Man wird also von der Lehrkraft in einen bestimmten Kurs hineingesteckt und dann kann man hier die verschiedenen Kurse aufrufen. Es gibt hier auch noch eine Schnellwahl. Diese Schnellwahl enthält alle Kurse, die hier im Kursereiter als Favoriten markiert sind, die also hier so einen gelben Stern haben. Wenn ich hier einen Kurs wegnehme, dann wird auch der im Dropdown hier nicht mehr auftauchen, zumindest nicht, wenn man neu lädt. Jetzt ist der hier auch verschwunden. Also so kann man sich hier einfach schnellere Zugänge zu seinen Kursen selbst auch konfigurieren. Wenn ich jetzt mal in so einen Kurs reingehe, dann sieht man hier auf der linken Seite verschiedene Bereiche des Kurses. Zum einen kann man sehen, welche weiteren Personen mit in dem Kurs sind, außer mir. Hier oben kann man die Rollen auswählen. Hier sieht man, welche Lehrkräfte eingeschrieben sind in diesem Kurs und hier dann die Kollegen aus der Klasse. Man kann den Personen aus dem Kurs dann auch Nachrichten zukommen lassen, indem man hier Häkchen setzt und hier oben auf Senden drückt. Dann wird automatisch ein Nachrichtenfenster geöffnet mit Adressaten, die ich vorhin ausgewählt habe. Ich kann den Betreff formulieren, kann auch Blind Carbon Copies verschicken und dann hier unten einen Text eingeben und am Ende auf Senden gehen. Dann bekommen die Personen, die ich ausgewählt habe, eine Nachricht. Beurteilen, also sofern es schon welche gibt. In diesem Fall hier gibt es keine Beurteilungen. Wenn Beurteilungen da sind, also Noten, Spiegel, Notentabellen, dann kann man die hier einsehen, sofern die Lehrkraft es verwendet, diese Funktion. Ein wichtiger Punkt ist hier unten auch das Ordnersystem. Da werden Dateien hinterlegt, also man kann diesen Ordner anwählen und dann sieht man hier die verschiedenen Inhalte, die in diesem Verzeichnis gespeichert sind. Diese Verzeichnisse sind größtenteils nur von den Lehrkräften beschreibbar. Die Lehrkraft kann aber auch Verzeichnisse anlegen, die von den Schülern mit Inhalten gefüllt werden können, um auch Datenaustausch in die andere Richtung oder zwischen Schülern zu ermöglichen. Dieses Ordnersystem wird eigentlich fast von allen Lehrkräften verwendet, um Skripte zu verteilen, um Aufgabenblätter den Schülern zukommen zu lassen und so weiter. Von einigen wird dann hier auch noch dieser Planer verwendet. Der Planer gestaltet oder im Planer sieht man den Ablauf des Semesters, teilweise komplett, teilweise auch nur markante Punkte. Hier zum Beispiel sind jetzt nur zwei Klausuren eingetragen. Hier oben kann man auswählen, ob man nur die kommenden sehen will oder zum Beispiel alle.
wenn man dann eben alle anwählt, dann sieht man, es gab hier noch weitere Kurstage. Am 8.9. gab es eine Einführung und zu diesem Kurstag sind hier auch weitere Dateien verknüpft. Das sind die Dateien, die hier in diesem Ordnersystem zu finden sind. Die sind hier direkt mit eingebunden. Das heißt, in diesem Planer hat man sehr übersichtlich einen Ablaufplan des Semesters und auch die zu den einzelnen Kurstagen relevanten Dateien mit einem Klick dann verfügbar. Das sind die basalen Kursfunktionen der Lernplattform. Alle weiteren, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, Projekte zu erstellen, mit dem Kalender zu arbeiten. Das sind aber dann alles Sachen, die man sich selbst erarbeiten kann, sofern man sie benötigt. Wirklich wichtig sind eigentlich hier nur die Kursfunktionen zum einen und hier diese Nachrichtenfunktionalität, die man hier oben aufrufen kann, wenn man hier draufklickt und auf Nachrichten geht, dann kommt man in den Webmailer sozusagen der Lernplattform. Das sind keine echten Mails, die verschickt werden, sondern es können nur Nachrichten zwischen den Benutzern der Lernplattform verschickt werden. Man kann hier eine neue Nachricht eröffnen und dann hier auch ein Verzeichnis durchsuchen. Hier oben mit diesem Symbol kommt man ins Verzeichnis. Da kann man dann Lehrkräfte zum Beispiel suchen. Die man dann hier auch findet, oder auch die ganzen Mitschüler sind hier in einem Verzeichnis geführt, denen kann man dann Nachrichten zukommen lassen auf diesem Weg.